Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PS19 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Die letzte Folge rechts um am Über verlinkt habe ich gerade eben aufgenommen, also nehme ich quasi am Stück auf und dann werde ich erst morgen wieder aufnehmen, aber das ist für euch auch schon längst her, also ich nehme hier ein bisschen im Voraus aus. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge ein bisschen verkackt. Wir haben den Schwierigkeitsgrad in der letzten Folge höher gestellt und haben zweimal ein Unentschieden rausholen können, leider nur. Einmal 2:2 und einmal 3:3. Und deswegen ist hier auch der Vorstand ziemlich, erbost darüber, sagen wir es mal so. Sind wir wirklich nicht gut genug, Schalke zu besiegen? Ich kann das Ergebnis immer noch nicht fassen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und auch Boateng sagt, uns fehlt der Killerinstinkt. Und keine Mannschaft hatte das Zeug zum Sieg. Ich glaube, wir sind beide ziemlich enttäuscht darüber. Und das ist wirklich schade, was da auf jeden Fall abgegangen ist. Was auf jeden Fall in dieser heutigen Folge abgeht, ist, dass wir zwei Spiele fast unmittelbar hintereinander haben, was absolut nicht cool ist. Technisch gesehen sind wir eigentlich Erster der Gruppe, weil wir haben auch 10 Punkte, genau wie Rennes. Und wir haben eine deutlich bessere Tordifferenz. Warum wir auf Platz 2 sind, I don't know. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall dürfen wir heute nicht verlieren. Weil wenn wir heute verlieren oder auch unentschieden spielen, kann es sein, dass Gent uns bei einem Sieg gegen Nordsee überholt. Deswegen, das wäre absolut uncool. Wir müssen am besten hoch gewinnen, damit vielleicht sogar Gent es schafft, Rennes zu überholen. Das wäre irgendwie cool. Aber da wir den Schwierigkeitsgrad hochgestellt haben und die letzte Folge ziemlich kritisch war, wird das in dieser Folge wahrscheinlich nicht viel besser werden. Die meisten haben so einen Durchschnittsbalken, auch nicht so am Blinken. Coman hat sich übrigens verletzt, genau, das habe ich noch vergessen zu erzählen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ich weiß nicht, was ich alles sagen wollte. Coman hat sich verletzt, nur für 5 Tage, aber fällt natürlich hier gegen Rennes und auch gegen Augsburg aus, was ziemlich bitter ist, weil wir gegen Augsburg deutlich rotieren müssen, weil das, wie gesagt, direkt irgendwie 2 Tage danach ist. Gut, ich würde sagen, wir starten einfach rein, labern nicht mehr lange rum. Und ich bin gespannt. Hoffentlich, wie gesagt, können wir in dieser Folge heute beide Spiele für uns entscheiden. Es öffnet auch bald die Transferphase. Und da habe ich mir schon überlegt, irgendwie neue Männer zu holen. Das sehen wir dann aber erst übernächste Folge, glaube ich. Also nächste Folge wird noch, werden noch 2 Spiele sein. Und übernächste gibt es dann die Transferphase. Das wird dann eine richtig lange Folge wieder. Transferphase, dies und jenes, aber trotzdem 2 Spiele noch. Das wird crazy. Das werde ich aber alles auch morgen aufnehmen. Also ich habe schon richtig Bock. Leider nicht mehr heute, weil ich heute noch streamen möchte. Das habt ihr aber schon alles gesehen, Leute. Das ist für euch Vergangenheit. Gut, ich strenge mich jetzt an. Das wird nämlich, wie gesagt, nicht einfach. Und let's go. Bumm. 1-0, Arjen Robben, der den einzigen Balken nach oben hatte. Alter, das ging verdammt schnell. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt rausgeschnitten habe. Alter, ich habe gesagt, jetzt geht's los, habe 2 Pässe gespielt und dann so einen langen Pass hier nach vorne. Und ja, Robben hat ihn auch direkt verwandelt. Mega geil, dass er da gar nicht lange rumgeschnackt hat, sondern direkt zack, ins Tor. Ja, dritte Minute, 1-0, kann man mal machen. Ja, natürlich, was war das denn, Alter? What the fuck? Neuer lag einfach auf dem Ball wie so ein Frosch oder keine Ahnung, was das war. Das war richtig strange gerade. Nein, der hat ihn noch gekratzt. Das gibt's doch nicht, der wäre drin gewesen. Was ein Spaß. Boom! Yes, 2-0. Boah. Endlich! Haben wir schon mal mit 2 Toren geführt, seitdem wir den Schwierigkeitsgrad hochgedreht haben? Ich weiß es nicht. Ah, anstrengend. Wieder ein hoher Pass, wieder auf Robben. Diesmal war er ein bisschen zu spitz, deswegen konnte ich nicht schießen. Aber in der Mitte standen ja 2 Leute. Die flache Flanke kam genau auf Müller. Und der hat ihn dann auch noch reingemacht. Perfekt, 2-0, das freut mich, das ist richtig gut.
jetzt halt das so halten, beziehungsweise eigentlich noch deutlich besser ausbauen. Wir wollten ja hoch gewinnen, aber ich wäre froh, wenn wir überhaupt gewinnen. Also, bumm! 3-0! Wer war's? Lewandowski, glaube ich, ne? Ja. Lewandowski nach einer Ecke. Yeah! Nach einer Ecke ein Tor. Oh mein Gott. Was ist da los? Nee, richtig geil auf jeden Fall. 3-0 noch vor der Halbzeit. Das hätte ich 0,0 erwartet. Also ich dachte eher, dass Rennes richtig aufgeht und wir aufpassen müssen, dass wir hier nicht wieder ein Unentschieden spielen. Und dann kommt eine schöne Ecke. Hummels leitet quasi weiter. Lewandowski haut ihn rein. Obwohl wir weniger Ballbesitz haben. Das ist die neue Taktik. Weniger Ballbesitz, mehr Tore. Ja, das gefällt mir richtig, richtig gut. Weil wenn wir hier gewinnen, dann sind wir Gruppenerster zu 100%. Und das sieht wirklich danach aus. Und auf dem hohen Schwierigkeitsgrad hier jetzt schon mal 3-0 zur Halbzeit zu führen. Vielleicht können wir jetzt direkt. Ah, schade. Das beweist einiges, dass der Schwierigkeitsgrad ziemlich perfekt ist, weil wir zwar erst reinkommen müssen und auch zwei Unentschieden gespielt haben, aber wir auch gewinnen können und der nicht zu schwierig ist. Das hat das gerade bewiesen und das war jetzt natürlich unpraktisch. Es war eine Schwalbe, ne? Also, das war richtig, richtig lame. Ja, es war tatsächlich eine Schwalbe. Hab ich doch richtig gesehen. Der Schiri hat auch in die Richtung gezeigt. Also, was ein Spaß. Wollen die einfach einen Elfmeter rausholen, weil sie merken, dass sie gegen uns untergehen. Und Robben kriegt wieder so einen hohen Pass und er haut ihn rein. Ja, moin. Ich habe gerade ungefähr 8 Minuten gelabert, nachdem die zweite Halbzeit angepfiffen hat, eigentlich gar nicht mehr aufgehört. Und dann kommt wieder so ein hoher Pass von Hummels, einfach mit einer Vorlage jetzt in der Europa League. Und Robben wählt diesmal das kurze Eck, was super wichtig war. 4-0 mit dem Schwierigkeitsgrad gegen Rennes, die ja eigentlich Gruppenerster sind, laut Tabelle, obwohl das gar nicht stimmt. Geil. Was? Der geht rein, lol. Okay, Anschlusstreffer Rennes. Ich weiß nicht, ob ich da eine Torhymne finde. Ich glaube eher, ich weiß es nicht, bestimmt findet man da eine Torhymne, aber wenn nicht, dann ist halt jetzt keine da. Also ich habe richtig dumm den Torwart rausgeholt, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass der diese Laufbahn hier weiter fortführt. Der ist ja einfach straight geradeaus weitergelaufen, damit habe ich null gerechnet. Aber dass der den aus dem Winkel noch reinhaut, damit habe ich ebenfalls null gerechnet. Aber 1 zu 4. Ja, hä? Wie machen die das? Nein! Mann, ich hätte einfach 4-0 gewinnen können. Und dann so eine Scheiße. Das ist richtig bitter. Da musst du eigentlich den Torwart rausholen, weil sonst spielt er in der Mitte und dann haut er den so rein. Da ist der Torwart einfach der beste Mann dafür. Vor allem Neuer kann das sogar eigentlich. Das schon so oft irgendwie gemacht. Und jetzt rennt er einfach wieder straight vorbei und ballert ihn rein. Wie auch immer die das wieder gemacht haben. So. Nix mehr jetzt hier. 2-5. Mann, aber das hätten wir trotzdem besser gewinnen können. Das hätten wir eigentlich mit 5-1 oder sogar 5-0 gewinnen können. 5-2 ist jetzt natürlich, ist das wieder gut und das war auch wieder ein super ausgespielter Angriff. Ja, aber. Ha! Ha! Ich bin wild. Nein, aber geht noch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das war's von diesem Spiel. Vor dem Spiel habe ich ja gesagt, wir wollen die jetzt fertig machen, wollen hoch gewinnen. Hat ja auch einigermaßen funktioniert. Also 5-2 ist ja jetzt nicht gerade wenig. Jetzt kriegen die noch eine Ecke, Alter. Müssen wir eigentlich verarschen. Jetzt spielen wir gegen Augsburg. Wie gesagt, ich probiere einfach mal ein bisschen durchzumixen. Und mal gucken. Oh, Ribéry ist eine Woche verletzt. Und Komar auch noch 2 Tage, Mann. Und wir haben ein Trainerangebot erhalten. Bei Hoffenheim hatten wir schon. Und bei Ajax. Junge, krass. Nehmen wir aber nicht an, das lasse ich einfach ablaufen. So, sie haben die Gruppenphase überstanden. Cool. Cooles Bild. Und Ribéry leider verletzt. Danach, nach dem Augsburg-Spiel, haben wir zum Glück ein bisschen Pause. Wie gesagt, ich mixe das Team jetzt durch und wir sehen uns gleich wieder. So sieht das Team aus.
Ja, könnt ihr euch einfach mal angucken. Robben habe ich das einzigsten jetzt spielen lassen und Neuer. Neuer hat halt einen Balken nach oben, deswegen habe ich ihn spielen lassen. Und Robben, dafür habe ich gar keinen Ersatz, also auf den Außen. Da sich jetzt Ribéry auch noch verletzt hat und Coman, also beide irgendwelche Außenspieler, Flügelspieler. Das ist natürlich dann ein bisschen unpraktisch gewesen und naja, aber wird schon hinhauen. Jawohl, da ist das 1-0 durch Sandro Wagner. Yes, sehr, sehr wichtig, weil dieses Spiel ganz gefährlich werden könnte. Ich meine, wir haben natürlich immer noch eine Mega-Mannschaft. Es ist halt einfach doch irgendwo Bayern-Qualität, kann man jetzt mal sagen. Also für die Bundesliga ist das auf jeden Fall Bayern-Qualität, kann man auf jeden Fall sagen, weil du musst denken, wir haben hier die Zweitmannschaft am Feld und Neuer spielt natürlich auch noch, der immer mal wieder für einen Bock gut ist. Ich könnte diesen Typen einfach zusammenboxen, weil dieses Mal habe ich ihn nicht rausgeholt. Ich schwöre auf alles, ich schwöre auf meinen ganzen YouTube-Kanal und alles Mögliche, dass ich den Typen nicht rausgeholt habe. Er kam von alleine raus, macht er ja manchmal, wenn er merkt, guck mal, da steht er, da habe ich ihn nicht rausgeholt und hier auch nicht. Er ist selber gekommen, weil er merkt, er ist näher und schneller am Ball. Das machen die in PES. Wenn ihr selber PES spielt, dann wisst ihr das, dass die das ab und zu machen. Und Neuer hat halt immer noch mehr Lust auf so eine Scheiße. Und dann haut er den Ball direkt zum Gegner, das Tor natürlich leer und er haut ihn rein. 1-1, absolut uncool, weil ich ja wie gesagt gegen hier richtig gute Augsburger sowieso Angst habe mit dieser Zweitmannschaft, obwohl die Zweitmannschaft eigentlich ganz gut ist, gut aufgestellt. Aber ich habe trotzdem Angst, gegen die jetzt hier ein bisschen ja zu verkacken auf dem Schwierigkeitsgrad und bla bla bla. Also das ist natürlich komplett uncool gewesen, so ein Scheiß-Tor wieder zu kassieren. Ja Mann, Sandro Wagner, Alter. Der hat bei uns noch nie Tore gemacht, so gefühlt. Der stand ja manchmal in der Startelf, jetzt zum Beispiel Zweitmannschaft, da hat er schon ein paar Mal gespielt gegen halt irgendwelche Teams, die jetzt nicht so wichtig waren und wo wir dann andere wichtige Spiele noch in der Nähe hatten, sagen wir es mal so. Aber der war immer so der, der eigentlich so gut wie nie getroffen hat. Es haben dann immer andere getroffen, die dann entweder später eingewechselt worden sind oder vielleicht mal ein Sanchez oder so, der getroffen hat. Und jetzt Wagner zum zweiten Mal und zum 2-1 auch. Und jetzt vielleicht direkt zum dritten Mal Pfosten. Pech haben wir auch noch. Nein, Rodriguez! Bist du besoffen? Alter, den muss man machen. Also es war ein bisschen das Tempo hier rausgenommen, leider. Und Rodriguez war dann der Einzige, der da ein bisschen freier war. Aber er ist halt Linksfuß und dann dachte ich, ich muss die obere Ecke jetzt mal anvisieren. Und dann zieht er den vorbei wie so ein besoffener Spacken da schon wieder. Okay, wir sind die bessere Mannschaft. Natürlich das Gegentor hässlich, sonst hätten wir 2-0 geführt. Das war echt ein dummes Tor. Habe ich selten solche dumme Tore gesehen wie das. Wobei dies eine, das war eh das Beste, wo ich zum Torwart zurückgepasst habe. Und der Neuer nimmt den einfach nicht an und dann hat der andere einfach reingegrätscht und ihr wisst schon, was ich meine. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also es war gar nicht so lang her. Irgendwie vor 4 Folgen oder so. Komm jetzt, Thiago. Da läuft er noch den einen und dann kommt da noch einer mit dem Fuß dran, abgefälscht, deswegen der Ball nicht so wuchtig. Und er hat auch mit links geschossen, leider Gottes. Ey, Scheiße, du Kacker, du Mann. Komm, Sanchez. Ah. Nein, die Kamera ist aus. Der Akku ist leer. Ach, Kacke. Aber den starte ich jetzt nicht nochmal neu. Den Akku wechseln, das dauert mir zu lang. Nein! Oh, Mann. Gibt's doch nicht. Ich wollte ihn schön in die untere Ecke. Deswegen habe ich es extra manuell angewählt. Und dann hat der den daneben gesetzt. Das hätte das 3-1 sein müssen. Ich werde gleich auch mal wechseln. Leider, wie gesagt, die Kamera jetzt nicht mehr an. Ich habe auch irgendwie verpasst jetzt. Das kann man direkt, wenn die Kamera ausgeht,
schlägt das Programm einem noch vor, die Dateien noch schnell runterzuladen. Ansonsten muss ich das dann wieder von der SD-Karte hier rüber packen. Und ja, das habe ich jetzt aber auch verkackt, deswegen muss ich dann gleich auch noch. Das nervt mich alles gerade. Das ist so eine Scheiße. Und Augsburg schlägt nur hohe Bälle gerade. Die versuchen irgendwie den längsten Vorlagenpass zu geben oder keine Ahnung. Boah, stark von Neuer auch mal was gemacht. Den hat er gut gekratzt, weil er hätte gesessen. Okay, wir wechseln mal. So, und zwar wird's jetzt ganz, ganz crazy. Wir haben Müller für Rodriguez gebracht, ist normal. Dann haben wir Goretzka für Thiago gebracht, weil der immer viel Fitness verliert. Aber wir haben Kimmich für Robben gebracht. Also Kimmich spielt jetzt rechter Flügel für Arjen Robben, weil. Komm, jawoll, mega nice. Gnabry, komm auch nochmal rein. Yes, Mann, da haben sie uns ein bisschen Platz gelassen und Gnabry eiskalt. Ja, der macht auch mal wieder ein Tor, lange her. Nice one. Stark, 3-1, das ist so verdient. Ja, aber Robben ist richtig ausgepowert. Der hat ja schon im letzten Spiel gegen Rennes gespielt. Und dann haben sie die anderen sich ja verletzt. Und ich habe keinen rechten Flügel und ich muss den irgendwie wechseln. Und da dachte ich, die Außenverteidiger, also zum Beispiel vor allem Kimmich, rennt immer weit mit vorne hin. Deswegen kann ich den eigentlich auch da spielen lassen. Jetzt für die letzten 20, 30 Minuten. Also von daher, das wird schon in Ordnung gehen. Vielleicht macht er sogar ein Tor, aber vielleicht macht auch Müller ein Tor. Der wurde auch erst jetzt eingewechselt. 4-1 verdient und mega geil gegen diese Augsburger, die uns richtig abgefuckt haben bisher und nur ein Tor gemacht haben, das auch ziemlich uncool war. Nice. Außen. Oh, Kimmich! Jawoll! Er macht tatsächlich ein Tor! Was ist denn los? Da spielt er mal rechts außen und macht tatsächlich ein Tor. Aber dem Jungen gönne ich's, der hat's verdient. Was ich sagen wollte, ist, dass das Einzige, was ihm so ein bisschen auf den Rechtsaußen jetzt für diese 20 Minuten fehlt, ist das Tempo. Was Coman, der oft bei uns auf rechts spielt, und Robben deutlich mehr Tempo mitbringen. Also das ist crazy, das fehlt dem natürlich, aber ansonsten macht er sich da bestimmt ganz gut hier noch die letzten 10 Minuten und dann macht er direkt mal ein Tor. Und der nächste Stich ins Herz. Kimmich mit der Vorlage, Müller mit dem Treffer. Die Bayern sind back. 2 zu 4 gegen Rennes hätte auch besser laufen können. Ne, 5 zu 2 war es. 2 zu 5 gegen Rennes hätte auch besser laufen können. Und dann hier. Bisher, es sind ja, wir haben jetzt in den letzten 10 Minuten, haben wir glaube ich 3 Tore gemacht. Das sind ja noch ein paar Minuten, also vielleicht machen wir ja nochmal 2 Tore. 6 zu 1 bisher, krass. Aber das ist verdient und es ist auch geil, dass wir auf diesem Schwierigkeitsgrad scheinbar auch gewinnen können, hoch gewinnen können. Und da spielen wir uns wieder gut durch. Und da steht wieder Müller, das war die Kopie von dem gerade eben, 7-1. Mir braucht keiner erzählen, den Schwierigkeitsgrad hochzustellen. Also, dass ich den noch höher stellen soll. Das braucht mir keiner erzählen, weil wir haben in der ersten Folge zweimal ein Unentschieden gespielt und wir hätten beide Partien gewinnen müssen können, was auch immer. Das ist halt jetzt einfach, Augsburg ist geschwächt, Augsburg ist tot. Wahnsinn! Wahnsinn! Müller ist nur gerade eben eingewechselt worden, hat aber richtig Gas gegeben mit Kimmich zusammen. Direkt einen Hattrick gemacht. Wagner hatte aber auch ein paar gute Chancen, Schüsse und Tore. 7 zu 1. So ein hohes Ergebnis hatten wir lange nicht mehr. Und das auf dem erhöhten Schwierigkeitsgrad. Augsburg wurde zerstört. Es wurde mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, nachdem wir die letzten, ja, 3 Spiele so lala gespielt haben. Oder 2 Spiele, keine Ahnung. Nice. Gut, das muntert auf. Das hat richtig Bock gemacht. Und dann würde ich sagen, ja,
sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und das eine Tor war auch nur so ein Scheiß-Tor, sonst wäre es sogar 7-0. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann gegen Mainz und gegen Leipzig spielen. Und in der übernächsten Folge gibt es dann richtig, richtig geil auch hier Auslosung von der Europa League, Transferphase, bla bla bla. Also das wird mega lang, die Folge. Also nächste Folge nochmal normal, übernächste richtig lang. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.